Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Generations Fall of Cybertron Starscream. Ja, Starscream ist hier ein Modell aus dem Videospiel Fall of Cybertron, was in meinen Augen einfach nur ein absolut super geiles Game ist. Und ja, ich dachte mir einfach heute, dass ich euch mal diese Figur als nächstes präsentiere, denn sie hat mich in dem Spiel natürlich schon sehr beeindruckt und ja, auch wenn diese Figur nicht allzu viel zu bieten hat, ist sie doch wirklich eine super geile Figur. Ja, gut. Wie immer würde ich sagen, fangen wir jetzt erstmal mit der Verpackung an. Dazu legen wir uns einfach mal die Figur zur Seite und kommen zur Verpackung. Die Figur wird in einem in so einer Blisterbox geliefert. Wir sehen hier ganz groß Starscream vorne als Jet drauf und ja, er ist wirklich 1:1 eigentlich übernommen worden und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Man hat im Gegensatz zu dem Computerspiel einiges an Paintings weggelassen, was mich jetzt auch nicht verwundert. Man hat auch ein bisschen was falsch gemacht bei den Paintings, aber dazu später mehr. Ja, die Figur hat Level 2, das zweitschwierigste quasi. Und ja, kommen wir jetzt auch einfach erstmal zur Rückseite. Die Rückseite, was ich ziemlich geil finde, wird im Generation 1 Look quasi gehalten mit diesem mit diesem Display quasi, was zeigt, wie stark intelligent und so weiter die Figur ist. In dieser Form finde ich es auf jeden Fall richtig geil. Früher wurde es quasi einfach nur mit so einem Balkendiagramm gezeigt. Hier haben sie das Diagramm wirklich so gezeigt und es ist einfach geil. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ja, und kommen wir jetzt einfach mal zu der Figur selbst. Vom Display her, man sieht hier einmal nochmal Starscream, voll ausgerüstet mit den kompletten Waffensystemen. Hier oben sehen wir noch einmal Starscream auch mit den kompletten Waffensystemen, aber hier zusammengepackt zu einer Double Gatling Gun, auf jeden Fall ziemlich cool. Und wir sehen einmal hier oben quasi die Story von Starscream. Gut, aber dazu wollen wir jetzt natürlich nicht weiter eingehen. Ansonsten haben wir hier oben einmal ganz normal das Logo Transformers Generations und oben drüber das Decepticon Logo. Und um was auf der Rückseite mal zu zeigen, sehen wir hier ganz groß das Artwork von Starscream. Und ich finde, es ist echt gut umgesetzt. Ja, was man natürlich jetzt im Gegensatz zu der zu dem Artwork gemacht hat, die Hände sind komplett grau, hier sind sie blaugrau. Ansonsten allerdings ziemlich cool umgesetzt und ja, gefällt mir auf jeden Fall. Gut, ansonsten bei der Figur mit dabei haben wir einmal die Waffen. Die Waffen sind quasi hier auch bei allen Repaints oder besser gesagt anderen Charakteren wie Thundercracker und Co. oder Skywarp zum Beispiel gleich. Die Waffe hat an der Seite zwei Pins, hier oben zwei Pins, kann also an mehreren Seiten in der Hand gehalten werden oder unter den Flügeln platziert werden. Ansonsten hat sie hier diese Zahnräder, die, wenn man sie miteinander dreht, sie wirklich akkurat miteinander laufen. Finde ich sehr interessant. Beim Zusammenstecken sollte man aufpassen, dass die Zahnräder wirklich auch wirklich nebeneinander genau sind, dass es auch synchron läuft. Man kann es natürlich auch ein bisschen versetzt hinpacken, um das quasi zu zeigen. Aber ganz ehrlich, gefällt mir so gar nicht. Ja, ansonsten, wie gesagt, kann die Waffen splitten. Die legen wir jetzt einmal hier hin. Ansonsten wird Starscream geliefert mit einer typischen, Instruction Sheet. Wir zeigen das einmal hier ganz kurz. Ganz grob in schwarz-weiß gehalten. Nur die klappbaren Teile sind dann in lila gehalten. Ganz nett, aber weiß nicht. Ist nicht so mein Fall. Aber egal. Das packen wir mal zur Seite und kommen jetzt einfach mal zur Figur. Die Figur wird in dem Robotermodus quasi geliefert. Ich habe ihn jetzt natürlich im Fliegermodus quasi umgebaut, wie ich eigentlich immer mit beginne. Um jetzt einfach mal zu den groben Unterschieden zu kommen zum Spiel. Normalerweise sind hier diese Lufteinschübe beide blau, hier sind sie einfach grau geblieben. Und dieses komplette Frontteil ist normalerweise genauso wie hier grau, nur das obere Teil ist rot. Hier hat Hasbro sich sehr einfach gemacht und quasi alles gepaintet. Finde ich ein bisschen schade.
Gut, aber was soll's. Ansonsten haben wir hier richtig schön, wir sehen innen drin auch den Sitz. Das finde ich sehr schön vom Detail her. Ansonsten hier oben ist der Kopf von Starscream quasi, dem Roboterkopf, der ist hier eingeklappt, finde ich trotzdem ganz interessant. Man sieht hier quasi diese Einschubdüsen. Ja, ansonsten hinten sehen wir die Düsen, also das heißt die Triebwerke, finde ich sehr interessant gehalten. Wir sehen einmal hier ein großes Decepticon-Logo in einem lila Ton, hier ebenso. Die Flügel können hochgeklappt werden, sieht aus wie so ein Angriffsadler. Ja, ansonsten leider nicht wirklich beweglich. Im Spiel haben wir noch die Möglichkeit, ihn quasi, das ist quasi der Schwebemodus, nochmal hier die hinteren Teile auseinander zu klappen, um dass er quasi nach vorne fliegt und schneller wirkt wie ein richtiger Düsenjet halt. Das haben sie hier nicht gemacht, hier haben wir wirklich den Cybertronischen Jet. Ja, ansonsten haben wir hier oben noch diese rosa Paintjobs in den Rillen, finde ich ja, sehr schick eigentlich, dass sie es jedenfalls nicht hier komplett grau gelassen haben. Ansonsten unten drunter sehen wir eigentlich nur die zwei Vertiefungen für die Armwaffen, die Vertiefungen hier für die Waffen an den Flügeln, der Produktcode, ja, und unten drunter das Gerippe quasi. Das war's. Entschuldigung. Ja, kommen wir jetzt doch einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist sehr simpel und trotzdem ziemlich cool. Wir klappen einmal hier unten die Beine raus. Das heißt, hier sind sie an so einem Pin in diesem Loch befestigt. Dann drehen wir einmal hier vorne die Spitze, einmal herum, klappen die unter das Cockpit, klappen einmal den kompletten diesen Frontchassis quasi nach vorne. So. Das wird ineinander gesteckt, das heißt, dass die Spitze wirklich hier drunter hängt. Das wird auch richtig festgedrückt. Anschließend drehen wir unten die Fußspitzen raus. So, anschließend drehen wir hier die Arme raus. Na. So. So. Ich bin gleich wieder voll da. Und da sind wir auch schon wieder. Ja, um die Figur jetzt quasi weiter zu transformieren, geht es ganz einfach. Wir drehen hier einmal dieses komplette Chassis einmal rum, klappen das so auseinander, drehen den Kopf nach oben, drehen den Kopf einmal herum, drehen jetzt hier dieses Gelenk einmal nach unten und nach oben. Wenig komplizierter. So, und drehen dann das Ganze nach unten. Dadurch haben wir jetzt quasi den Rücken komplett geformt. Die roten Teile hier vorne drehen wir nach hinten. Die Arme drehen wir einmal herum. So, und schon haben wir Starscream im Robotermodus. Ja, ziemlich cool die Figur auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, die Figur ist in meinen Augen mit einer der geilsten Starscreams, auch wenn er nur in der Deluxe-Class-Größe ist. Ich hätte ihn gerne in der Voyager-Größe gesehen, aber ja, leider nein. Es gibt bei der Fall of Cybertron und War of Cybertron-Line leider keine Voyager-Figuren, in dem Sinne bis auf Grimlock, was ich sehr schade finde. Ja, stimmt nicht. Shockwave gab es noch. So. Kommen wir jetzt einfach mal weiter zu der Figur zurück und ich möchte euch noch was zeigen. So, wie ich hatte euch vorhin schon erwähnt gehabt, dass es diese Waffen gibt. Diese Waffen könnt ihr ihm in mehreren Ausführungen in die Hand geben, entweder ganz normal. Ihr könnt sie ihm auch seitlich in die Hand geben, was ich persönlich auch schöner finde, wegen dem ganzen Seitenprofil. Ihr könnt allerdings auch die Waffe ihm seitlich an den Arm platzieren. Das heißt, ihr packt die einfach hier unten drunter. So. Das gleiche könnt ihr nochmal auf der Rückseite, auf den anderen Figurenarm machen.
So, und jetzt könnt ihr ihm quasi die Waffen so in die Hand geben. Was ich schon ziemlich cool finde, auf jeden Fall. Und auch vor allem sehr interessant, denn wann hat man das schon mal gesehen, dass ein Charakter wirklich zwei Gatling Guns getragen hat und damit so durch die Gegend gelaufen ist? Auf jeden Fall ziemlich cool, gefällt mir. Ja, und falls euch das nicht so sehr gefallen sollte, weil er zwei Waffen hat, ja, dann schließt einfach die Waffen zusammen zu einer. Und indem ihr ganz einfach die miteinander kombiniert, sie so zusammendrückt, so. Und dann könnt ihr quasi die Waffen ihm entweder so an den Arm unten drunter packen, was schon ziemlich heftig ist auf jeden Fall. Ihr könnt natürlich auch den Arm rumdrehen, als wenn er es quasi hält. So. Oder was ihr auch machen könnt, ihr könnt sie ihm natürlich in die Hand geben. Als normale Waffe. So. Das ist also alles möglich. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ansonsten, wenn ihr die Waffe natürlich jetzt nicht ihm unbedingt quasi in die Hand geben wollt, habt ihr verschiedene Optionen. Entweder, wenn ihr sie auseinandergenommen habt, könnt ihr sie quasi hinten an seinen Beinen befestigen. So. Dann trägt er sie quasi mit. Was ein bisschen merkwürdig aussieht, gebe ich ja gern zu. Ihr könnt aber auch die Waffen so nach vorne drehen. Er hat er quasi wie so mobile Waffenplattform. Oder was ihr auch machen könnt, ich nehme die Waffen jetzt mal ab. Ihr habt noch die Möglichkeit, quasi Starscream die Waffen an die Schultern zu packen. Ist aber allerdings im Robotermodus ein bisschen schwer, indem ihr sie einfach so dran packt. Ja. So. Das könnt ihr natürlich auch machen. Was ich persönlich nicht so verkehrt finde. Hat auf jeden Fall was. Und wenn euch vielleicht die Waffen von der Länge her oben nicht so sehr gefallen, könnt ihr sie auch einfach untereinander austauschen und sie nach unten zeigen lassen. Was ich persönlich auch nicht schlecht finde. So, dann packt ihr sie einfach so dran. Und dann hat natürlich Starscream die Waffen einfach so in den Schultern platziert. Finde ich jetzt persönlich auch nicht schlecht. Ja, das, was ihr jetzt gerade seht, ist die Möglichkeit, auch die Waffen natürlich im Flugzeugmodus zu platzieren. Das zeige ich euch am besten gleich mal bei der Rücktransformation. Jetzt möchte ich aber erstmal zu der Figur so ein bisschen kommen, was die Details angeht. Jetzt nehmen wir einfach mal die Waffen nochmal ab. Drehen die Arme am besten nach unten. Ja, und jetzt kommen wir einfach mal zu den Details. Das Gesicht ist ein typisches Starscream-Gesicht. Es gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Man sieht richtig hier, die Augen haben sie mit einer richtig schönen Lightpipe-Funktion ausgestattet. Die leuchten sehr hell, sehr grell sogar. Das hat was damit zu tun, weil er wirklich einen überdimensional großen und wirklich sehr gut eingebauten Visor quasi hinten drin hat. Ja, ansonsten hat er noch hier oben die Lightpipe-Funktion auch mit drin, dass hier oben das Canopy quasi leuchtet. Funktioniert aber nur begrenzt eher mehr schlecht als recht. Ja, ansonsten hier vorne die Einschübe sind rosa gehalten. Ein bisschen strange, aber okay, passt. Ansonsten die Arme haben hier kleine Zahnräder drin. Die Figur selbst wird mit einem Double Joint geliefert, was der Transformation quasi zu verdanken ist. Was ich aber trotzdem sehr cool und sehr nice auf jeden Fall finde von der Verarbeitung. Ansonsten hier oben haben wir es ist kein Ball Joint, es ist quasi nur ein Double Joint mit Drehgelenk. Hier oben in der Schulter ist nochmal ein Klappgelenk, um die Beweglichkeit quasi so ein bisschen zu gewährleisten. Der Kopf selbst ist auch nur auf einem Drehgelenk, das heißt, ihr könnt den Kopf quasi einfach nur drehen um 360 Grad. Das war's. Ihr könnt ihn ein bisschen anheben, indem ihr die Platte quasi ein bisschen nach oben hebt. Sieht aber sehr strange aus und ich würde sagen, nicht wirklich. Sollte man nicht tun. Nach unten lässt sich der Kopf nicht bewegen.
Die Beine haben ein ganz normales Hüftgelenk, kein Balljoint. Ist auch hier ein Faltgelenk quasi mit einem Drehgelenk drinne. Hier unten noch ein kleines Drehgelenk drinne. Das heißt, in der Beweglichkeit ist schon einiges gegeben. Und ja, das Knie ist nur ein ganz normales Kniegelenk, was im 90 Grad erlaubt, den Fuß zu bewegen. 90 Grad sind außerdem heutzutage ziemlich selten. Auf jeden Fall sehr interessant. Und ansonsten der Fuß unten lässt sich dann natürlich auch noch drehen so ein bisschen und winkeln. Dadurch lassen sich einige Posen quasi noch erstellen. Für der vordere Zeh lässt sich halt ein bisschen nach oben biegen. Ja. Wie gesagt, es lässt sich dadurch einiges an Posen quasi erstellen. Als Beispiel, eine meiner Lieblingsposen ist zum Beispiel diese hier. Indem quasi einfach die Beine unten stark nach außen gewinkelt werden, ein bisschen rumgewinkelt und ich hatte einen festen Stand. Und ja, persönlich ist es auf jeden Fall mein Favorit. Ansonsten, die Arme sind ein wenig eingeschränkt von der Bewegung her. Das haben wir den Flügeln zu verdanken. Das heißt, ihr könnt die Arme nach oben winkeln und ja, ihr könnt es selbst sehen. 360 Grad lassen sie sich nicht drehen. Ja, wenn ihr sie jetzt quasi nach innen dreht, lassen sie sich auch nicht komplett drehen. Wegen diesen kleinen Flügeln, die quasi hier außen dran sind. Ja, das war's eigentlich schon. Für diese Figur. Ich muss zugeben, ich war sehr erstaunt über diese Figur, weil es sie in drei verschiedenen Ausführungen gibt. Einmal nochmal als Thundercracker und als Skywarp. Und ja, die werde ich euch natürlich auch später noch präsentieren. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Review gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich habe es ganz vergessen, die Bewertung. Bevor ich wieder angeschrieben werde, dass ich die Bewertung wieder vergessen habe. Im Flugzeugmodus hat die Figur in meinen Augen 9 von 10 Punkten verdient. 9 von 10, nicht 10 von 10, da die Figur im Fahrzeugmodus nichts groß kann. Hat keine Räder, hat kein Landegestell, nichts in der Richtung. Trotzdem echt geil gemacht. Im Robotermodus hat sie 10 von 10 Punkten auf jeden Fall verdient. Sie hat es auf jeden Fall verdient. Und deswegen komme ich insgesamt auf 9,5 Punkte insgesamt. Und ja, wenn ihr diese Figur bekommen solltet, die momentan noch relativ günstig zu haben ist im Netz, kann ich euch empfehlen, schlagt zu. Wenn ihr die Fall of Cybertron Online auf jeden Fall sammelt, ihr werdet es nicht bereuen. Es macht sich sehr gut in eurer Sammlung, mindestens einen der Member vom Starscream quasi drinne zu haben, ob jetzt Thundercracker, Skywarp, das ist völlig egal. Diese Figur hat es jedenfalls in sich und es lohnt sich. Ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, das Review hat euch ein wenig gefallen, auch wenn ich ein wenig chaotisch bin momentan, aber das sollte kein Problem sein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Rexford.